Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute wechseln wir die Batterie an einem Range Rover Land Rover Evoque. Und los geht der Spaß mitten rein ins Vergnügen. Der Deckel hier ist schon ab. Die Domstrebe muss weg. Hier auf der anderen Seite. Ich stecke die mal hin in die Hosentasche. Jawohl. Ich glaube, da ist noch eine. Hier, die muss auch weg. Das verschweißt miteinander. Ja. Ja, nicht nur, dass die Batterie gut versteckt ist, die muss nachher auch angelernt werden. Aber deswegen machen wir das Video. Ja, denn selbst wenn der Hobbyschrauber dann die Batterie gewechselt hat, ist die Messe noch nicht gelesen. Dem Steuergerät muss noch gesagt werden, dass da eine neue Batterie drin ist. Wegen dieser ganzen Energiemanagement-Geschichte hier. Also wenn ihr sowas an eurem Auto seht, ja, dann ist es einfach mit Auswechseln der Batterie. Stopp! Hier haben wir auch noch zwei. Die müssen auch noch raus. So, um an die zu kommen, muss jetzt diese Kunststoffverkleidung in der Tat auch weg. Das sind diese Spreiznieten, heißen die fachmännisch, oder? Ja. Ja. Umgangssprachlich Clips. Clips, genau. Jetzt klipst es hier auch noch irgendwo. Das sind sechs Klammern. Aber das reicht ja schon. Genau. Also wenn ihr hier zu zweit seid, ist es kein Fehler. Okay, go. Und jetzt sind wir doch tatsächlich schon so weit, dass wir die Domstrebe draußen haben. So, wir beginnen wie immer mit Masse. Denn wenn Masse abgeklemmt ist und wir kommen dann trotz aller Sorgfalt auf den Pluspol und mit der anderen Seite des Schraubenschlüssels auf Masse, dann passiert nichts. Sollte Masse noch angeschlossen sein und wir kommen an ein Metallteil, dann sprühen die Funken. Das will ja keiner. Haben wir hinten auch sowas, oder? Ja. Nur vorne. Gibt es vielleicht hier einfach? Schau mal. Eventuell hier. Ja. Ich bin sogar am Überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, den aufzulösen, oder? Ja, genau. So, jetzt ist der eigentliche Batteriehalter. Und ist doch nicht so viel weg. Der Motor kann drin bleiben. Nee, ich habe gemeint, aber da ging es irgendwie. Ja, das ist ja schon weg. Ja, gut. Das Licht. Okay.
Entlüftung. Das ist die Entlüftung für die Batterie. Ja. Genau. So, jetzt schaffen wir uns hier ein bisschen einfach mit Platz. Die 13er ist ja eh schon bereit. So, jetzt haben wir uns doch entschlossen, diese Abzweigung vom Massekabel. Ist es Masse, ja, gell? Ja. Vom Massekabel zu lösen, weil sonst stehen die Chancen schlecht, die Batterie rauszukriegen. Okay, ich hab's gesehen, ja. So. Allein rausheben, die hängt aber noch. Ja, ja, so lass das. Also gut, wie du meinst. Du musst nur die Kabel wegheben. Also jetzt doch. Die Kabel ja, aber ja, nicht die Batterie. So, reicht das so? Und soll zu lange. So. Wieder. Und da ist sie schon. Und die neue steht wo? Steht hier. Ich sage immer Bauteilevergleich. Ja. Was auch wichtig ist, diese Batterie muss auch von der Kodierung hier absolut identisch sein mit der neuen, sonst macht die das Energiemanagement Ärger. Hier habe ich schon mal einen Fehler gefunden. Ja, der wäre? Der Fehler ist, wir haben einen Entlüftungsschlauch, ja, und der hockt hier, ne, ja, an der Masseseite. Ist das? Ja. Jetzt jedoch muss die andere Seite abgedichtet werden. Ja, ja, ja. Das heißt mit einem Stopfen. Der ist bei Water immer hier dran. Mhm, das heißt, wir brechen den uns raus. Ja. Dann sieht das Stück so aus. Ja. Suchen uns die entgegengesetzte Seite. Das heißt, wenn wir auf Masse die Entlüftung haben, müssen wir auf Plus den Stopfer reinmachen. Das heißt einmal so. Dann nehmen wir uns unsere Ratchet zur Hilfe am besten. Und klappen es ganz vorsichtig rein. Verstanden. Also die hat zwei Entlüftungsseiten, ja? Genau, je nachdem. Ah ja, ja, okay, die ist sozusagen variabel, okay. Je nachdem, bei welchem Auto die Entlüftung wo sitzt. Ja, und wenn man die nicht anschließt, dann hat man halt unter Umständen diese austretenden Säuren und sonst was im Batterieraum, ja, was dann hier zu Korrosion führen kann. Das ist sehr typisch, ja. Aber es muss ja nicht, ne? Da wird man, also hier zum Beispiel wird man Spaß haben, wenn irgendwann die Kupplung zu wechseln ist. Ja, da muss nämlich der ganze Batteriekasten und alles raus. Aber da wollen wir es im Moment. Ne, ist Automatik, aber okay, gut. Ja, trotzdem gibt es. Trotzdem, ab und zu muss das Ding raus, auch ein Automatikgetriebe muss man raus. Dann jetzt. Du jetzt wieder die Kabel. Jawohl. Ich Kabel, du Batterie. Und wie sagt man so schön, Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Ja, hier ist weitestgehend. Okay. Jetzt müsst ihr sie in die Richtung schieben, dass sie dort wieder unter die Klammern geht mit ihrer Auswulstung. Genau. Ja? Okay, so, jetzt kommt eigentlich der unangenehmste Teil, nämlich diese Platte befestigen. Welche Platte? Aber hier war doch die Entlüftung bei der anderen. Oder ne, war die auf der Hinterseite? Ja, okay, alles klar. Ja, ja, ist so. Genau, ja, passt. So, und jetzt kommt das, wo ist denn das Plättchen da? Das ist eigentlich der blödeste Job jetzt hier, ne? Diese Befestigung da wieder dahinter zu fummeln. Kleine Finger sind die besten Freunde. Gut, also wenn ihr Kinder habt, ja. Da lohnt sich der Kindersegen mal, weil die noch kleine Finger haben. Kann man den Gewindestab zur Hilfe nehmen, um es ein bisschen drin zu fummeln. Und man muss auch mit der Batterie ein bisschen variabel umgehen. Ja, weil die so Nasen hat, ne? Genau. Wo sie eingreift. Die Batterie, der Halter hält sich hier um diese Kurve fest an der Batterie. Oh, ja. Und das ist die Führung sozusagen. Oh, ja. Okay.
Dann kann man es runterlassen und dann muss man nur noch nach links, rechts und vorne nach hinten korrigieren, damit das Loch unten stimmt. Und wenn wir jetzt den Gewindestift gerade mit der Hand anschrauben und wir sehen, er packt ab. Das ist immer mein Angstgegner, aber das ist super. Hervorragend gelöst. Hast du schon das Gewinde? Hat er schon gefasst? Ja. Ja, hat er schon. Traumhaft. Machen wir kurz Pause. Mach mal kurz Pause. Moment. Immer noch nicht. So, dann muss die Entlüftung hier angebracht werden an der Batterie. Wie man so schön sagt, man findet das Loch. Da ist es. Drückt es drauf. Ja, manchmal kann man auch mit Gefühl arbeiten. Ja. Ja. Okay. Here we go. Und dann macht man den Batteriehalter fest, damit man an den überhaupt nicht mehr denken muss. Ja. Filmen schon noch weiter? Ja, ja. Moment. Und immer, ja. Ja, alles gut. Sprich. Und immer die Befestigung danach prüfen, wenn man den Batteriehalter festgezogen hat. Mach nochmal. Ich war jetzt nicht im Bild, mach nochmal. Wenn man den Batteriehalter festgezogen hat, immer gut wackeln, genau, weil mit Kraft, um zu gucken, ob sie wohin rutschen können. Ja, ja. Macht der TÜV auch, bei dem Auto kann er es nicht, weil dann müsste er die Abdeckung lösen, genau. Aber trotzdem. Und für den TÜV ist auch wichtig die Pluspolabdeckung, weil ohne gibt es keinen TÜV. So ist es. Aufgrund von Unfallschaden, Verbindung des Pluspols mit dem Leiterrahmen oder, dann hat man den Salat. So ist es. Der alte Käfer war da. Nicht ohne. Das heißt, die Batterie unterm Rücksitz, wenn da jemand die Abdeckung vergessen hat. Und es hat sich dann, und der Rücksitz war noch so eine Spiralfederkonstruktion innen, ja. Dann kam es zum Kurzschluss. Herstellervorgabe sind 4 Newtonmeter bei diesem Motor, Newtonmeter. Aber die muss man immer ein bisschen fester ziehen. Ich denke es auch. Geschätzt 10 Newtonmeter. Ja. Das ist die Altbatterie jetzt? Ja. Das Pfand zurück. So. So. Jetzt muss ich nur mir die Richtung nochmal sowas. Sowas. Ausrichten, ja, genau sowas. Ich ausrichte. Mich, ja. So. Ja, die Mutter wieder drauf. Sind wir schon deutlich über den Zeiten eines alten Autos aus der 80er Jahren. Da wäre die Batterie jetzt schon gewechselt. Ja. Deckel muss noch. Ja. Oh, ich hielt es beiseite, dann kannst du den Deckel lösen. Alles gut, alles gut. Dann das Wichtige ist auch das Kabel vom Energiemanagement wieder, ne? Ja. Natürlich auf die Polung und Richtung achte. Genau. So. Ja. Das verschwindet dann hier unten. Mhm. Wie gehabt. Da die Batterie schon mal gewechselt wurde und ich keine Ahnung habe, wo der hier eingeklipst wird, klipsen wir ihn einfach mal. Hast du eine Idee? Eventuell hier? Das wäre eine Idee. Ja, okay, der hier sieht gut aus. Ja. Ja. Machen wir das mal? Da war aber, glaube ich, auch schon mal. Da haben wir gerade. Ja, die Kratzspuren sind da. Ja. Also passt. So, und jetzt ein bisschen zur Seite und so schnell wie möglich, um Funkebildung zu vermeiden. Jetzt sind wir auch wieder schön. Einmal zügig, ne? Genau. Es gibt viele Leute, die haben dann wieder Wackelkontakt jedes Mal. Ja, ja, ja. So. Ja. Und immer schön hier entgegenhalten, weil das bewegt sich trotzdem noch. Ja, so. So. Also nichts mit 4 Newtonmeter, ne? Das bewegt sich immer noch schon mal.
Ja, aber das ist aber gar nicht das gut. Ist sehr. Na gut, das sind die. Machen nochmal auf und drücken tiefer auf den Polen. Ja. Ja. Also da müsst ihr auch aufpassen, ja, weil die Dinger tricksen einem gern mal aus. Man zieht sie dann kräftig an. Und in Wirklichkeit ist man nicht tief genug mit dem Pol unten oder auf dem Pol. Deshalb immer die Sitzkontrolle. Immer kontrollieren, ja. Ob sie sitzt, ob sie festgeschraubt ist. Jetzt haben wir eine ganz andere Geschichte. So, jetzt hält die auch. Ja, gehen wir noch einen kleinen auf. Weil Fehler in den Steuergeräten und können ebenfalls kommen, allein nur durch einen losen Pol. Ja, durch einen losen Pol können Fehler auftreten und da sucht ihr euch dumm und dämlich. Ja. So. Jetzt verstauen wir die Kabel wieder so, das passt. Kontrollieren ja, noch einmal das was. Irgendwie sieht man ein bisschen komisch aus. Da. Das muss noch ein bisschen ausgerichtet werden. Nee, in der Tat hat seine feste Position hier unten mit dem Kurs. Ach ja, okay. Das stimmt so. Perfekt. So, ja, wenn wir das haben, gucken wir nochmal überall drüber. Fest. Überall, was er ab hatte. Der Halter ist fest. Der Pol wackelt da nicht rum. Sauber. So. Let's go, die Strebe wieder drauf. Weil wir hier ein bisschen mehr Fitz haben. Am besten hier nehmen und neu schieben. Nee, nee. Ja, ich ja ganz. So, bei mir hockt's. Und mit dir auch? Sieht sehr gut aus. Und einmal bitte zwei Schaufel. Okay. Dankeschön. Dankeschön. So, und klickt nicht weg, sonst verpasst ihr den wichtigsten Teil des Videos, nämlich das Anlernen der Batterie. So, dann brauchst du jetzt die geschraubte Clips. Die Clipse. Einen Moment, jetzt können wir ohne Handschuhe arbeiten. So, der eine muss drunter, das habt ihr jetzt auch gesehen, ja, angehoben worden. Hier. Genau. Jawohl. Ja, ciao. Ich glaube Schnitzel von 5 auf 8. Fußbodenabdeckung. So. Können wir in dem Fall nicht mal befestigen. Geht nicht, ja. Passt nicht drauf. Manchmal, wenn man es biegt und zieht und macht und tut, So, und jetzt nicht vergessen, die Streben wieder festzuziehen. Also das ist schon ein deutlich größerer Aufwand wie bei einem Auto der 70er oder 80er Jahre, wo man einfach nur die Batterie raus hat und die nächste rein. So Freunde, und wer jetzt glaubt fertig zu sein, ja, der tut seinem Auto und der Batterie nichts Gutes. Denn wir haben eigentlich ein Energiemanagement und das muss jetzt erstmal wieder lernen. Gemeint, nur in bestimmten Bereichen sollen Chefs fahren. Muss jetzt erstmal wieder lernen, was das für eine Batterie ist, was die für Kennwerte hat. Sonst hört sie unter Umständen bei 30% schon auf zu laden, oder? Kann man das so sagen? Ja, gell? Ja. Na gut, er hat halt den Zykluszähler, ne? Ja. Wie oft der Start
erfolgreich ist und. Aha. Und natürlich durch die Voltwerte gemeinsam mit den Startanzahlen kann er sich irgendwann mal ausrechnen, wie weit die Batterie ist. Wie fertig die schon ist. Wie fertig die ist. Ja. Okay. So, falls ihr so ein System habt, achtet darauf, dass ihr über Range Rover reingeht und nicht über Rover. Das sind nämlich zwei verschiedene Hersteller, ja, anscheinend. Oder über Land Rover. Traditionell. Über Land Rover. Und dann müssen wir unten zum Range Rover Evoque. Und dann gehen wir auf die Multifunktion. Und gehen hier aufs erste, und zwar das Karosseriesteuermodul. Das Karosseriesteuermodul, ja. Da fragt man sich natürlich auch, warum das gerade hier abgelegt ist, ja. Dann haben wir hier unsere Einstellungen. Und die Grundeinstellung, Batterieaustausch. Also wenn ihr das nicht habt, wenn ihr kein OBD2-Diagnostiksystem habt, was den Batterieaustausch ermöglicht, braucht ihr an die Arbeit nicht gehen. Mit ja. dieser Funktion werden alle Daten der internen Batterieüberwachung gelöscht. Das heißt auf Null resettiert. Jawohl. Sie wird nach einem Austausch der Batterie, sie ist nach einem Austausch auszuführen. Testbedingungen, das, was wir gesagt haben. Zündung ein, Motor aus. Die Bedingungen haben wir erfüllt. Jawohl. Und los geht's. Batterietausch. Dies ist nach einem Austausch erforderlich. Jawohl. Damit bestätigen wir das Ganze nochmal. Ja. Zündung ausschalten, machen wir. Die Zündung haben wir jetzt ausgeschaltet. Und jetzt drücken wir die Taste OK. Was ist mit den Viren? Kommen die jetzt aus dem Auto? Zündung einschalten. Okay. Jawohl. Und Funktion beendet. Das heißt, jetzt haben wir erfolgreich das und Ganze getauscht. Jetzt weiß euer Energiemanagement, dass da eine neue Batterie drin ist. Genau. Machst mal einen Probestart? Ja, einmal die Bremse drücke. Das, anders macht das nicht. Jawohl. Startet schön, macht was er soll. Jawohl. Dann haben wir noch die Sache wie hier, 12.10 Uhr. Stimmt natürlich nicht. Müssen wir in die Systemeinstellungen, die Uhrstelle. Gucken wir mal genau, weil jedes Android-Telefon hat eine Atomuhr. Nee. Doch. Die Verbindung. Uhr, Verbindung zur Atomuhr. Ja, okay. 17.59 Uhr, das Datum. Jawohl. Heute haben wir den 15. Ja. 9. 2021. So, übernehmen. Uhrzeit, da hätte ich auch übernehmen drücken müssen. Das habe ich jetzt leider verpeilt. Ja, woher übernimmt der jetzt die Uhrzeit? Hat er. Holt er sie auch aus? Nein. Der übernimmt sie jetzt so, wie ich sie ihm eingebe. Alles klar, okay. So, jetzt haben wir natürlich, vielleicht, wenn er sich dann mit dem Radio verbindet, ja, dann wird er vielleicht nachkorrigieren. Über, ne? Nachkorrigieren, ja. Aber falls er es nicht tun sollte, haben wir jetzt zumindest mal eine richtige Uhrzeit. So. Wichtig ist bei manchen Modellen, man sollte einmal komplett nach rechts und komplett nach links einschlagen. Ja, das war bei meinem Audi auch so, ja. Wegen dem Lenkwinkelsensor, dass er seine Endstellungen wieder hat. Ja. Bei manchen Autos ist es nicht so, bei manchen ist es so, aber da am besten zur Sicherheit einfach mal mache. Und die Reifendruckkontrolle beim Audi zum Beispiel, die wird auch auf die Art und Weise wieder initialisiert. Aber hier sind wir bei einem Range Rover und damit ist die Arbeit getan. Wir verabschieden uns, oder? Meinst du, es ist noch was? Ja, okay, dann go on. Man muss noch die Fenster anlernen, weil wie wir sehen jetzt zum Beispiel, der automatische Hochlauf funktioniert nicht. Funktioniert nicht, ja. Dann gehen wir hier mit der Einstellung hoch und halten circa 3 Sekunden den Knopf. Und jetzt sollte es wieder gehen. Wunderbar. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Einmal nach unten, 3 Sekunden halte. Dann Automat, also selbst hochfahren bis zum Anschlag. Drauf bleiben. Und dann 3 Sekunden lang den Knopf hochziehen. Und dann testet man es. Hochlauf funktioniert. Das gleiche machen wir hinten.
links und rechts, das müssen wir aber jetzt nicht zeigen. Nee. Das heißt, wir können jetzt an der Stelle uns bei euch abmelden und wünschen euch viel Erfolg bei eurem Batterietausch. Ciao, ciao.